Frau Markwalder, warum haben Sie einen von einer kasachischen Partei finanzierten und von einer PR-Firma formulierten Vorstoss eingereicht? Vor 2 Jahren war der Oppositionsführer der liberalen kasachischen Partei in der Schweiz, hier im Bundeshaus. Es haben sich verschiedene Parlamentarier mit ihm getroffen. Er hat uns sein Programm vorgestellt. Das Programm beinhaltet vor allem Einsatz für Menschenrechte, Kampf für Korruption und Wirtschaftsfreiheit. Und die liberale Opposition hat mir sinnvoll geschienen, die zu unterstützen. Und die Schweizer PR-Agentur hat nachher auch ein Mandat von denen gehabt. Und ich habe nachher eine Interpellation am Bundesrat gerichtet, das heisst 4 Fragen gestellt, die der Bundesrat auch korrekt beantwortet hat. Sie hat Menschenrechte angesprochen, ausgerechnet diesen Begriff, haben aber die Auftraggeber aus Kasachstan draussen haben. Der ist jetzt nicht mehr drin, warum? Ja, das entzieht sich auch meiner Erkenntnis. Weil letztlich hat eben auch die PR-Agentur sehr stark zusammen mit dem Auftraggeber gearbeitet. Und diesen Auftraggeber habe ich persönlich auch nicht gekannt. Also, welche Kreise da alle involviert waren. Jetzt ist ein Mail-Server gehackt worden, mein Name kommt da drin vor. Und das hat jetzt die NZZ zum Aufhänger gemacht, um eine grosse Geschichte daraus zu machen. Obwohl es sich um eine Interpellation handelt. Also, es ist kein Auftrag am Bundesrat, es sind 4 Fragen, die sind beantwortet. Es ist alles auf dem Internet abrufbar. Und ich persönlich habe 0 Vorteile daraus gezogen. Kein Franken ist geflossen zu mir. Im Gegenteil, ich habe im Moment einen grossen Schaden, weil ich mich rechtfertigen muss. Sie sind einfach instrumentalisiert worden. Ja, das kann man mir so vorwerfen. Man kann mir vorwerfen, ich sei zu gutgläubig, man kann mir vorwerfen, ich sei zu vertrauensselig gewesen und ich ziehe sicher auch meine Lehren daraus. Die wären? Meine Lehren sind, vorsichtiger zu sein, zu überlegen, wer hinter was steckt, zu überlegen auch, was man konkret für Vorstösse einreicht. Ich tue eigentlich die immer sehr sorgfältig. Prüfen, formulieren, aber ich muss sagen, ich finde es völlig unverhältnismäßig, was jetzt da für eine mediale Geschichte daraus gemacht wird. Weil letztlich ist es auch ein demokratisches Instrument, dass man Fragen stellt im Bundesrat und diese beantwortet. Und über den Inhalt von diesen Fragen hat noch niemand mehr etwas gesagt. Eine Frage ist zum Justizfall. Die letzte Frage, ist es für einen Parlamentarier nicht ein speziell zu Justizfällen Fragen zu stellen, dass die ist ja unabhängig vom Parlament. Wenn ihr die Frage gut lest, dann stellt ihr fest, dass sie einen außenpolitischen Zusammenhang hat. Nämlich, ob ein Justizfall die Beziehungen, und das sind die bilateralen Beziehungen gemeint, zwischen der Schweiz und Kasachstan belasten. Und der Bundesrat antwortet nachher, sie werden nicht belastet. Der Fall, wo 7'000 Franken geflossen sind, vermittelt den Eindruck von einem gekauften Parlament bis zu einem gewissen Grad. Warum lassen Sie sich so von PR-Firmen einspannen? Ich habe das aus Gutwill gemacht. Ich persönlich habe keinen einzigen Franken bekommen. Ich würde auch nie Geld annehmen, für einen Vorstoss zu machen. Sondern ich habe es deswegen gemacht, weil mir die liberale Oppositionspartei unterstützungswürdig und glaubwürdig schien. Und deswegen habe ich die Interpellation eingereicht. So ganz oppositionell scheint aber die Partei ja nicht zu sein. Haben Sie das gar nicht überprüft? Ich kann nicht immer alles überprüfen, was man mir sagt. Mir ist gesagt worden, das sei eine Oppositionspartei. Herr Perua-Chef sei früher quasi der Wirtschaftskammerpräsident gewesen. Und ich muss auch mit den Informationen umgehen, die ich haben kann. Jetzt sollten Sie das nächste Jahr den Nationalrat präsidieren. Fühlen Sie sich immer noch als Vorbild, als politisches Vorbild, das Amt gut ausüben kann? Ja, ich freue mich sehr auf das Amt und hoffe doch auch, dass wir eine ganz gute Zusammenarbeit innerhalb des Parlaments werden haben, aber auch außerhalb. Haben Sie nicht Angst, dass das ein schlechtes Licht auf das Parlament wirft? Ich habe nicht Angst und ich hoffe so nicht, weil letztlich werden hier verschiedenste Interessen vertreten. Ich hoffe auch nicht, dass andere Fälle auskommen, wo Geld geflossen ist, für gewisse Anliegen zu vertreten. Aber ich glaube, das Parlament macht eine gute und glaubwürdige Arbeit. Und letztlich ist das Teil von unserem Milizsystem, dass wir eben auch mit dritten Akteuren, sei es Verbände, sei es Umweltorganisationen, sei es Gewerkschaften von linker Seite zusammenarbeiten. Danke.